Hey, nicht daher. Da bin ich wieder nach einer bisschen Abstinenz. Ich betrachte es als, das ist witzig, ich sehe das Spiegelbild von mir so groß, also für euch so groß, und mich selber, also im Film und Display erkenne ich mich fast gar nicht. Ihr sagt, Alter, im Fred geht's gut, der ist im Pool, kann schwimmen, relaxen. Erstens bin ich heiter, das haben die meisten von euch gelesen auf Facebook. Ich bin heute 100 Minuten mit dem Heimradl gefahren, über 52 Kilometer, es war geil. Ich hab die Geschwindigkeit ein bisschen runtergefahren, nur mehr so um die 30, 31 km/h. Rechts jetzt noch, ob ich recht habe. Aber, was ich sagen wollte, wer nimmt schon eine Schuhbürste mit in den Pool? Ein leichtes Algenproblem im Pool meiner Mama. Die meisten Stellen haben wir wegbekommen mit dem Robby. Die Chemie war bis dato nicht sehr erfolgreich. Vielleicht habt ihr einen Tipp. Hartnäckigen Algenbefall, der ja teilweise wirklich schwierig weggeht. Der fühlt sich wie Zahnstein zu kratzen. So drüber fast am Rand. Teilweise, vielleicht habt ihr Tipps. Harte Chemie. Ich tat ja am liebsten eine Bombe reinhauen, aber dann ist nicht nur die Algen weg, dann ist auch der Pool weg. Und das ist, glaube ich, nicht im Sinne des Erfinders. Und meine Mama droht mir gerade. Ja, also, wie gesagt, ich bin am Reinigen. Ich meine, es gibt ein schlechteres Wetter zum Poolreinigen. Allerdings habe ich keine Badehose. Ich meine, ich habe schon was an, aber ich habe die Unterhose an. Ich habe so Boxershorts gekauft und die kann man ja dafür verwenden. Also ich tauche jetzt wieder ab. Ich hätte gerne Kiemen, weil am besten ganz unten bei den Treppen ist, ich habe zwar von einem lieben Freund gekriegt, ein Stabel mit Bürstel, aber irgendwie bin ich da unbeweglich. Wenn ich mit so einem kleinen, bin ich beweglicher. Ich mache das halt gerne. Übrigens, ja, zum Thema Abstinenz, ein Film ist in Vorbereitung, also es ist schon gedreht worden. Der wird den nächsten Tag erscheinen. Der wird der Oberhammer werden. Ich beende jetzt die Übertragung und warte, ich tue mir die Hände abtrocknen, weil wir nicht das kaputt machen. Nimmt der überhaupt auf? Ist sicher nichts. Na, werden wir jetzt sehen. Passt. Also wie gesagt, ich habe mich wieder mal gemeldet. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Diejenigen von euch, die zum Beispiel eben am Montag ist ja in Prinzendorf, das möchte ich gleich Werbung machen, am Montag ist im Prinzendorf Wandertag, der alljährliche, schwerstens zu empfehlen. Wetter ist okay, wird nicht ganz so heiß werden wie heute, aber ist eh nicht gut, wenn es zu heiß ist. Passt. Ich wünsche euch alles Liebe, ein schönes Wochenende. Wir sehen uns, garantiert.